Und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge von der Preview-Vision von Fire, das wir freundlicherweise von Deadlick zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ihr seht, wir haben hier einen kleinen, ja, ein kleines Höhlenmännchen, fröhliche Musik, wobei ist die Musik fröhlich? Ich hoffe, dass sie fröhlich ist, wir schauen mal. Wir fangen einfach mal an, es ist ein Point-and-Click-Adventure, wir gucken es uns einfach mal an. So, Disketten habe ich gar nicht, egal, ich nehme einfach mal die. Und los geht's. Oh. Ist wie gesagt noch die Vorab-Preview-Version, kann also noch kleinere Fehler geben. Okay. Anscheinend sind wir mit unserem Feuer ganz schön beliebt. Ah, wir sollten aufs Feuer aufpassen. Ah, hat wohl nicht so gut geklappt. So, Maus, Tastatur. Schilder hatten sie damals anscheinend schon, das ist wunderbar. So, ah, mach von alleine weiter, ich habe mich schon gewundert. So, den Apfel will er, ja. Was haben wir denn hier? So. Mal gucken, was wir hier so haben. In der Umgebung gibt es hier eine Taste. Anscheinend nicht. So, da wir wollen an den Apfel. Gut. Zurück können wir wahrscheinlich eh nicht. Oh, da ist doch jemand drin. Haha. Okay. Okay, da denkt er sich nur nach, weil er nicht weiß, was er machen soll. Hier geht's nicht lang. Gehen wir mal zurück. So, können wir jetzt darauf klicken? Ah, noch nicht ganz. Okay. So, ist hier vielleicht auch noch irgendwas? Okay, aber wir haben Knochen. Wir haben einen Knochen, das hat sich gelohnt. Okay, man kann nur eine Sache per... Aha. Der hier will doch bestimmt einen Knochen haben. Wenn wir den hochhalten... Na? Er wirft ihn weg. Ui! Der war frech. Naja, gut. So. Gucken wir mal, was hier ist. Ist das eine Schlange? Okay, versuchen wir es nochmal. Vielleicht müssen wir das ein bisschen länger machen. Okay, scheint nichts mehr zu passieren. Holen wir uns mal den Dreizack wieder. So. Haha, damit müsste es doch aber gehen. Jetzt gucken wir mal, was er jetzt macht. Gar nichts. Okay, versuchen wir es mal hier. Okay, ja, das. Ah. So, mit der Leertaste aktivieren wir hier quasi die kleinen Felder. Ah, unser Apfel. Dafür, dass er es gleich futtert, dafür haben wir es gemacht. Okay. Es war anscheinend kein normaler Apfel. Okay. So, wir wissen zwar nicht, was er gesagt hat. Außer bla 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 bla. Aber irgendwas ist passiert. Ein Erfolg freigeschaltet. Yam, yam, yam. Ah. So, wir können aber nicht, wie man das so kennt, uns bewegen. Ich kann auch nicht mit der Tastatur steuern.
Wir können wirklich nur, wenn da etwas zum Klicken ist, draufklicken. Da oben ist irgendwas, okay. Aha. Kriege ich meinen Knochen da nicht wieder? Ne, den kriege ich nicht wieder. Mein Dreizack, kriege ich den wieder? Den kriege ich auch nicht wieder. Vielleicht kann ich mir einen neuen Knochen besorgen. Ne, anscheinend nicht. Ah. Ah, man kann auch die Mausrad-Taste benutzen. Das ist sehr schön. Dann brauche ich ja gar nicht meinen Finger auf der Leertaste haben. So, da kommt er nicht an, sagt er. Was ist das? Ah. Ein Rätselchen? Nee. Oder? Das sieht doch schon besser aus. So. Dann gehen wir mal darauf. Ah, das mag er nicht. Okay, die müssen also gleich hoch sein. Sehr schön. Schade. Sehr schön. Und noch einmal. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er es wieder runtergehauen. Okay. Das sind also quasi die Portale in die Welt anscheinend. Und da ist schon wieder so ein Glühwürmchen. Oh, das mag. Dupp. Das ist jetzt doof gelaufen, würde ich sagen. So, da war etwas zum Anklicken. Ist das der Schwanz bei diesem Monsterchen? Oder rennt er jetzt nur zurück? Oh, was macht er jetzt? Okay. Habe ich nicht erwartet, aber naja. So. Okay. Okay. So öffnet er also. Ah, okay. Aber was ist das? Das kommt wahrscheinlich erst später dran. So, Maul ist geöffnet. Ach, und dann macht er. Ah ja, gut, okay, dann kommen wir da hin. So, dann gehen wir mal da wieder lang. Ich mag den Soundtrack, der ist sehr schön. Einfach gehalten, aber wirklich passt zum Spiel. Muss man auch mal sagen, so kommt man da jetzt rein. Oh, ich dachte, ich komme da jetzt rein. Kann ich das auch von hier aus machen? Nein, das ist ja klar. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach reinlaufen. Ach, kann ich doch vielleicht auch. Ah, muss ich noch mal ein bisschen umgucken, dann geht das auch. So, befindet sich anscheinend irgendwo, wo auch immer. Was ist das? Was ist das? Okay, nochmal. Tut sich anscheinend. Doch, da öffnet sich was, okay. Wollen wir es einfach mal schließen? Da brauchen wir auch noch ganz viel. Aha. Hier ist aber viel zum Klicken. Achso, weil er nicht ankommt, okay. Okay, so. Die klappen dann um, wenn ich den hier mache. Gut. Hier ist noch ein Loch, da kann doch vielleicht noch irgendwas hin. Kommt nicht an. Schade. So, also ist das egal. Aha. Es ist also quasi egal, fast. Was wir hier zurzeit. Ah, dann machen wir mal die oberste, die vorderste Pfote. Und hoffen mal, dass er da ankommt. Okay. Bringt uns jetzt aber. Habe ich das Ding da reingeschmissen?
Irgendwas macht er da auch mit dem Schwanz. Aha, dann kommt man da. Aha, da ist noch was. Da ist so ein Rieselchen. Können wir das auch mal gleich mal in die Nase mit reinschmeißen? Wenn man schon mal dabei ist. Der tut mir ein bisschen leid, was auch immer das ist. Jetzt kriegt er noch was in die Nase geschmissen. Das ist bestimmt nicht so angenehm, wie man sich das vorstellt. Beziehungsweise man stellt sich das ja eigentlich auch nicht wirklich angenehm vor. So. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, Mr. Monster. So, da war jetzt noch etwas. Und zwar dieser Stein. Obwohl, da geht es ja vielleicht nur rauf, wenn ich... Ja, gut, okay. Mein Fehler. So, muss ich hier nochmal dran ziehen. Bupp. Aha, aha, aha. Gehen wir nochmal in das Monster hinein. Wobei es nicht wirklich aussieht wie ein Monster. Sieht sehr friedlich aus. War das gut oder war das schlecht? Das ist doch jetzt eigentlich eher die Frage, oder? So. Weiter nach da geht's nicht. Er ist jetzt quasi weiter weg gerutscht. Okay. So. Kann man den ja nicht anklicken, der sieht süß aus. Nein, kann man nicht. Schade. Den kann man, den Vogel kann man auch leider nicht anklicken. Zack, zack. So, okay, das bringt so nichts. Dann müssen wir nochmal gucken. Frag mich ja, was passiert, wenn ich jetzt dahin gehe, wo der Schwanz oben ist. Ah, hier sind sie nämlich auch irgendwelche. Aber die kann man nicht anklicken. Ah, was ist das? Ach. Der ist jetzt quasi aus dem Schwanz wieder rausgefallen. Das ist natürlich für uns perfekt. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht wieder reingeht. Denn das wäre für uns dann wiederum nicht so perfekt. Nee, der bleibt da. Das ist sehr schön. Ah, der will dann dahin. So. Dann gehen wir nochmal dahin. Zack, zack. Das ist immer kaputt schmeißen, ist ja auch göttlich. Nächste Welt. Oh, ich dachte, da müssen wir mehr machen. Aber zumindest haben wir schon mal die zwei Welten erfolgreich abgeschlossen.